Jo Leute, heute gibt es mal wieder ein Informationsvideo zu Battlefield 1. Und zwar kamen wieder einige neue Fakten ans Licht und erstmal starte ich mit einer Sache, die vielleicht bei einigen von euch schon bekannt ist. Und zwar wird es ja eine Beta für Battlefield 1 geben und die könnt ihr tatsächlich schon ein paar Tage eher spielen, wenn ihr euch als Battlefield Insider auf der Battlefield Homepage anmeldet. Da bekommt ihr dann den Battlefield Newsletter und wie gesagt könnt die Beta ein paar Tage eher spielen. Es gibt leider noch keinen genauen Termin für diese Beta. Von daher kann ich euch da leider nicht mehr verraten, aber ich kann euch den Link zu diesem Battlefield Insider Programm in die Beschreibung packen und das werde ich natürlich auch machen. Dann hat der Battlefield Twitter Account gestern einiges Neues zu Battlefield 1 verraten, da gab es so ein kleines Q&A mit der Community und da sind einige Infos ans Licht gekommen und die werde ich euch jetzt einfach mal erzählen. Und zwar wird es erstmal einen Serverbrowser geben, ich hätte auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, immerhin ist es ein Battlefield und beim Battlefield da gehört einfach ein Serverbrowser dazu. Dann wird es unterschiedliche Panzer geben. Panzer, die nur von einem Spieler gesteuert werden. Das heißt, ein Spieler lenkt, fährt und schießt sozusagen. Und Panzer, die halt von mehreren Spielern gesteuert werden. Da fährt dann wahrscheinlich einer und mehrere Spieler können diverse Kanonen bedienen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt da wohl einige unterschiedliche Modelle. Das gibt es zwar in Battlefield 4 auch, aber damit ist das jetzt auch für Battlefield 1 bestätigt. Dann eine sehr gute Info, finde ich. Und zwar alle Attachments der Waffen passen tatsächlich in den Zeitraum von 1914 bis 1918. Das heißt, es wird keine Infrarotvisiere geben, es wird keine Fliervisiere geben, es wird keine Night Vision Geräte geben und es wird sicherlich auch keine Lock-on-Waffen geben. Das finde ich auf jeden Fall gut und damit bleibt Battlefield 1 auf jeden Fall authentisch. Dann hat der Account noch was zu den Wasserfahrzeugen getwittert und zwar wird es da verschiedene geben, das heißt wir haben nicht nur die Dreadnought, die wir gesehen haben, nein, wir haben große Schiffe, wir haben kleine Schiffe und was ich mich jetzt frage, was leider nicht bestätigt wurde, wird es U-Boote geben? Das wird nämlich echt etwas Neues in das Spiel bringen, was ich so nicht kenne aus den letzten Battlefield-Teilen und U-Boote würde ich mir wirklich wünschen, weil das wäre wirklich für mich auf jeden Fall was Neues. Ich weiß gar nicht, ob es bei Battlefield 2 U-Boote gab, das habe ich leider nicht gespielt, da kann ich nichts zu sagen. Aber könnt ihr mir sicher mal in die Kommentare schreiben. Dann wird das Spiel auch neue Spielmodi mit sich bringen. Bisher wissen wir ja nur, dass es Conquest geben wird, aber die Entwickler wollen sich da wohl ein paar neue Spielmodi ausdenken und das finde ich auf jeden Fall gut. Ein bisschen frischer Wind in die Battlefield-Reihe zu bringen, ist auf jeden Fall die richtige Taktik. Und dann ist nochmal bestätigt worden, dass sich die Nahkampfwaffen unterschiedlich spielen werden. Das heißt, ein Schwert wird sich wahrscheinlich anders spielen als irgendwie ein kleines Messer. Jedes Teil wird wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile haben. Wie genau das aussieht und wie dieses Nahkampfsystem aussieht, das ist noch nicht bekannt. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sie sich da ein bisschen mehr überlegen als in den anderen Battlefield-Teilen, wo man nur eine Taste drücken muss, um halt eine Nahkampfattacke auszuführen. Da gibt es sicherlich vielleicht so ein kleines System, dass man ein paar Kombis machen kann und da müssen einfach mal abwarten, aber ich denke, der Erste Weltkrieg hat sich auch viel um Nahkampfwaffen gedreht sozusagen und ich denke, da werden die Entwickler auch drauf eingehen. Dann auf der DICE-Seite wurde jetzt auch geschrieben, dass es Motorräder in Battlefield 1 geben wird. Das war noch nicht bekannt, haben wir auch noch nicht im Trailer gesehen, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Info und Motorräder machen ja immer Spaß, besonders wenn man dann die kleinen Rampen hochfährt. Ja, dann habe ich eine sehr interessante Info, die sicherlich einige Leute abfacken wird. Und zwar wird es Battlefield 1 für den PC, also ganz wichtig für den PC, nur als Download geben. Es wird keine Disc geben, jedenfalls ist das bisher für Nordamerika so bestätigt worden. Ob das in Europa auch so sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich kann es mir halt gut vorstellen. Und es ist, denke ich mal, für einige Leute echt eine schlechte Nachricht, die halt keine so gute Internetleitung haben. Da müssen wir mal abwarten, ob EA da halt sich nochmal was anderes für Europa überlegt oder ob sie es weltweit so machen, dass es keine Disc für den PC gibt. Ja, für einige ist das sicherlich eine ganz schlechte Nachricht, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, ich habe eine halbwegs gute Leitung, aber ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, ich hoffe, sie überlegen sich das zumindest für Europa nochmal anders, weil hier hat halt nicht jeder eine super gute Internetleitung. Und dann wurde noch wohl bestätigt, das ist jetzt nicht ganz offiziell, weil das von einem anderen Twitter-Account kommt, aber der hatte bisher auch immer nur wahrheitsgemäße Infos rausgehauen, dass es Mikrotransaktionen geben wird, ob das Skins sein werden, ob das Battlepacks
sein werden. Ob das irgendwas anders sein wird, das wissen wir noch nicht, aber es soll wohl Mikrotransaktionen geben. Das heißt, ihr könnt für kleinere Sachen noch Geld bezahlen und es wird natürlich ganz normale DLCs geben. Das heißt, die ganz normalen DLCs sind auch wieder dabei und ich denke, damit ist ziemlich wahrscheinlich, dass es auch Premium bzw. einen Season Pass geben wird. Ja, das waren diese kleinen Informationen, die gestern sozusagen ans Licht gekommen sind. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schaut euch auch nochmal mein anderes Video an, was ich heute hochgeladen habe. Da geht es um die unterschiedlichen Editionen von Battlefield 1, die man jetzt schon vorbestellen kann. Da habe ich auch nochmal einiges erzählt, was es für Inhalte geben wird. Also, ich kann es nur empfehlen. Ist halt mein Video. Und eine Bewertung für dieses Video wäre natürlich auch super. Mein Name ist MeaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!